Ja, einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, Sie im Namen der Wiener Volkshochschulen begrüßen zu dürfen. Heute am Internationalen Tag der Bildung widmen wir uns einem sehr wichtigen Thema, einem Thema, das im Grunde genommen essentiell ist für unsere Gesellschaft, nämlich Demokratie. Und es handelt sich hier auch um die Auftaktveranstaltung des Jahresschwerpunktes 2024 der Wiener Volkshochschulen. Und dieser trägt den Titel Demokratie, miteinander leben, voneinander lernen. Ja, und die Wahl dieses Schwerpunktes kommt natürlich nicht von ungefähr. Wahl ist sozusagen das Stichwort. Wir erleben heuer ein regelrechtes Superwahljahr. Von der Arbeiterkammer bis hin zu den Landtagen in Steiermark, Vorarlberg, den EU-Wahlen oder dann natürlich auch ganz spannend den Nationalratswahlen. Sehr viele Menschen haben die Möglichkeit, gleich mehrmals abzustimmen. Aber sehr viele haben dieses Recht auf Teilhabe und Teilnahme an politischen Prozessen leider nicht. Auch das ist eine Problematik, mit der wir uns heute beschäftigen werden. Mein Name ist Thaima Kreit und ich freue mich sehr, dass ich diese etwas ungewöhnliche Diskussionsveranstaltung moderieren darf. Sie ist ungewöhnlich, weil sie anders als sonst bei solchen Veranstaltungen weitaus stärker auf Partizipation und auf den spontanen Austausch zwischen ExpertInnen und dem Publikum setzen wird. Wir werden heute mit zwei Keynotes beginnen, als Einstieg in die Thematik. Dann folgen Präsentationen unserer PodiumsgästInnen und natürlich darf dann anschließend eine allgemeine Fragerunde nicht fehlen. Aber bevor ich auf den genaueren Ablauf eingehen werde, ist es mir wichtig, noch Sie auf technische Details hinzuweisen. Und zwar, diese Veranstaltung wird gestreamt. Das heißt, man kann auf dem YouTube-Kanal der Wiener Volkshochschulen diese Veranstaltung live mitverfolgen. Und das Publikum, ganz egal ob hier im Veranstaltungszentrum Praterstern oder eben vor dem Livestream, bekommt die Möglichkeit, sich zu beteiligen. Und dabei ist es sehr wichtig, dass, falls Fragen gestellt werden oder Anmerkungen, dass diese bitte anonym gestellt werden. Ja, also ich muss Sie darauf hinweisen, aus Datenschutzgründen, dass Sie auf die Nennung Ihres Namens verzichten. Ein weiterer Punkt, der sehr, sehr wichtig ist und der nicht unerwähnt bleiben sollte, ist Inklusion. Die Wiener Volkshochschulen legen großen Wert darauf, dass das Angebot niederschwellig ist und barrierefrei. Aus diesem Grund haben wir heute auch Unterstützung von Gebärdensprachdolmetscherinnen. Und dafür möchte ich mich auch gleich zu Beginn ganz herzlich bedanken. So, und jetzt wird es noch interessanter. Wir kommen zu den Keynotes. Der erste Redner heute ist John Evers. Er ist Generalsekretär des Verbandes der Österreichischen Volkshochschulen. Wer John kennt, der weiß, dass er mit Leib und Seele Volksbildner ist und für sein Engagement und seine Tätigkeiten wurde auch schon mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Wissenschaftspreis der Arbeiterkammer, dem Herbert-Steiner-Preis des DÖF, des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes, sowie dem Staatspreis der Erwachsenenbildung. Lieber John, ich bin sehr froh, dass du heute da bist und möchte dir jetzt mal das Wort übergeben. Danke. Ja, herzlichen Dank, Thaima, sehr geehrte Damen und Herren und vor allem auch liebe Kolleginnen und Kollegen, durchaus in einem breiten Sinne, also nicht nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Volkshochschulen, soll sich hier angesprochen fühlen. Ganz herzlichen Dank für die Einladung und herzlichen Dank für die Gelegenheit hier, so wurde mir vorgegeben, rund 10 Minuten zum Jahresschwerpunkt der
Wiener Volkshochschulen, aber auch der österreichischen Volkshochschulen Demokratie sprechen zu dürfen. Sie finden eine kleine Übersicht über das, was am Tag der Bildung und darüber hinaus heute österreichweit und in diesem Jahr zum Thema Demokratie so alles stattfindet, in dieser kleinen Broschüre, die vorne beim Eingang aufliegt. Zunächst zur Hausübung, also alle Referentinnen und Referenten haben eine Hausübung bekommen. Zur Hausübung, also zum Bild, das ich mitnehmen, vorbereiten sollte. Das Bild zeigt den damaligen Vizepräsidenten des Deutschen Bundestags, Wolfgang Thierse, am 1. Mai 2010 bei der Blockade eines, und das ist das Interessante daran, von der Polizei genehmigten rechtsextremen Aufmarsches. Das heißt, der Herr Thierse hat also gegen geltendes Recht verstoßen damals. Eine heftige Debatte inklusive Rücktrittsaufforderungen folgte auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wurde dieses Engagement sogar also auch in diverse Demonstrationssprüche aufgenommen. Thierse blockierse, hieß es damals. Vor dem Hintergrund des Wahljahres in Österreich, aber auch den aktuellen Demonstrationen und Diskussionen in Deutschland, scheint mir dieses Bild zum einen besonders interessant und anregend. Was ist Bürgerrecht? Was ist Bürgerpflicht? Sollen und müssen wir den öffentlichen Raum gegen die Besetzung durch Rechtsextreme verteidigen oder sind wir bereits ein bisschen abgestumpft in diesem Zusammenhang? Und wie weit darf oder soll man gehen? Wie weit darf und soll auch politische Bildung gehen hier in der Vermittlung? Gibt es hier auch Unterschiede zwischen Österreich, Deutschland beziehungsweise anderen Ländern? Was bedeutet die lange Tradition dieses speziellen Nachkriegskonsens, der bisher übrigens fast ausschließlich von rechts in Österreich angegriffen oder in Frage gestellt wurde, im Hinblick auf Konflikte und Konfliktfähigkeit in unserem Land? Diese Fragen können wir gerne heute auch diskutieren. Zum anderen bin ich auch überzeugt, dass politische Bildung, zumindest in der Erwachsenenbildung, ohne klare und auch gegenüber den Teilnehmenden transparente oder transparent gemachte eigene Überzeugung nur sehr schwierig zu betreiben ist. In diesem Sinne das Outing. Natürlich habe ich dieses Bild deshalb gewählt, weil ich das entsprechende Engagement persönlich für gut und richtig finde. Und auch darüber können wir gerne diskutieren. Aus der Perspektive meiner Funktion als Vertreter des Verbands österreichischer Volkshochschulen, 256 Volkshochschulen an über 800 Standorten in Österreich, sind die Fragen natürlich dann doch noch ein wenig anders gelagert. Was kann Bildung im Allgemeinen und die Volkshochschulen im Besonderen an Beiträgen leisten, um den demokratischen Faktor in unserer Gesellschaft zu stärken? Welche Ansätze sollten Volkshochschulen hier aufgrund ihres Bildungsauftrags und ihres Bildungsverständnisses verfolgen? Und was bedeutet dieses Verständnis überhaupt im Verhältnis zur Demokratie? Dazu drei Thesen. Erste These und einmal ganz grundsätzlich: Volkshochschulen stehen für das Menschenrecht auf Bildung. Volkshochschulen stehen natürlich dafür, inklusive, gerechte und hochwertige Bildung zu sichern und die Möglichkeit für lebenslanges Lernen für alle zu fördern. Also das Nachhaltigkeitsziel 4 von 17 der Vereinten Nationen umzusetzen, aus dem ich hier wortwörtlich zitiert habe. Sie stehen in diesem Zusammenhang für einen Bildungsbegriff, der Bildung zuallererst als demokratisches Recht, aber auch als öffentliches Gut und als Verantwortung der Allgemeinheit begreift. Und wir müssen auch sehen, dass dieses Recht permanent verletzt wird. Global betrachtet beispielsweise durch die Zerstörung von Schulen, von Universitäten, von Bildungsstrukturen in aktuellen bewaffneten Konflikten. Bei uns beispielsweise durch die bekannte Vererbung von Bildungsabschlüssen, also der Abhängigkeit des Bildungserfolgs vom Bildungshintergrund, Einkommen bzw. den Unterstützungsleistungen der Eltern. Aber auch durch die Einengung oder Verengung des Bildungsbegriffs auf die reine Qualifizierung für den Arbeitsmarkt. Volkshochschulen stehen für einen Bildungsbegriff, der breit und offen ist,
Also zum Beispiel Bewegung, Kunst, Kreativität etc. explizit mit einschließt. Einer meiner VHS-Helden des Jahres 2023 ist etwa ein gewisser Herr Karl Daniel, der, Entschuldigung, Wiener Volkshochschulen, an der Volkshochschule Oberösterreich mit 80 Jahren erfolgreich schwimmen gelernt hat und seine Schwimmprüfung im Hallenbad Rohrbach abgelegt hat. Ich war kurz versucht, es gibt wirklich ein Bild, wo er diesen Oktopus da überreicht kriegt, das als Bild zu nehmen. Habe mich dann für Thierse entschieden. Für Karl Daniel und 700.000 andere Teilnehmende pro Jahr an den Volkshochschulen macht die Existenz von Volkshochschulen einen Unterschied im Hinblick auf persönliche Lebensqualität, soziale Teilhabe und persönliches Wohlbefinden aus. Gut, dass es Volkshochschulen gibt. Wenn wir etwas genauer in das Volksgeschehen, in das Kursgeschehen von Volkshochschulen blicken, geschieht aber dort noch sehr viel mehr für die Demokratie in Österreich. Klar sichtbar sind natürlich Projekte und Initiativen, welche die Volkshochschulen aus freien Stücken umsetzen, um Teilnehmenden den Zugang zu den entsprechenden Themen zu ermöglichen. In Wien gehören dazu etwa die Pass-Egal-Wahl, zeitgeschichtliche Ausstellungen und Kooperationen, aktuell etwa mit dem Dokumentationsarchiv, die 200 Veranstaltungen rund um den Jahresschwerpunkt Demokratie an den Wiener Volkshochschulen oder die Leistungen von Volkshochschulen im Kontext mit der Wissenschaftsvermittlung. Also mehr oder minder direkt auch in der Auseinandersetzung oder im Kampf gegen Fake News. Im Kursalltag geschieht darüber hinaus ständig etwas, was mindestens genauso wichtig ist. Wir greifen auf und integrieren und diskutieren dort nach Möglichkeit, was unsere Teilnehmenden aktuell bewegt. Das können Themen wie Wohnen, Teuerung sein, aber auch große Fragen wie den Nahostkonflikt oder manchmal auch den Sinn des Lebens. Genauso kann und soll politische Bildung funktionieren. Dazu auch eine persönliche Erfahrung als Kursleitender, nämlich eigentlich fast immer habe ich hier auch etwas Neues von den Teilnehmenden gelernt. Niemand weiß ja bekanntlich alles, aber vor allem weiß niemand auch nichts. Zweite These. Volkshochschulen sind mutig und selbstbewusst. Volkshochschulen haben klare Haltungen und geben damit auch klare Statements ab. Sie stehen aber durch ihr Bildungsverständnis oft quer zum veröffentlichten Bildungsdiskurs, aber auch zu verschiedenen Anbietertrends. Keine Esoterik in unseren Angeboten ist ein solches klares Statement und bedeutet nebenbei den Verzicht der Teilnahme an einem lukrativen Markt. Ebenso haben sich alle Volkshochschulen in Österreich verpflichtet, und das ist leicht gesagt oder geschrieben, ich zitiere, keine antidemokratischen, rassistischen, antisemitischen, frauenfeindlichen und andere Menschengruppen diskriminierenden Inhalte und Verhaltensweisen zuzulassen und solchen Tendenzen entgegenzuwirken. Wer die Angebote der Volkshochschulen durchgeht, wird sehen, dass das eine klare Vorgabe ist, die auch tatsächlich verwirklicht wird. Gleichzeitig aber sind Volkshochschulen immer Orte der offenen Debatte und Auseinandersetzung gewesen. Orte, die gerade in einer polarisierten Situation brisante Themen aufgreifen und auch vieles zulassen sollen. Aus meiner Sicht ist das kein Widerspruch, aber durchaus ein Spannungsfeld. Um das zulassen, demokratiepolitisch erfolgreich tun zu können, ist eines wichtig, nämlich dass wir uns, und damit meine ich alle Mitarbeitenden der Volkshochschulen, selbst in die Lage versetzen, unsere Leitbilder im Alltag zu vertreten und auch notfalls zu verteidigen. Wenn viele heute analysieren, dass die Demokratie in Gefahr ist oder in Frage gestellt wird, dann sind auch Volkshochschulen in der eben skizzierten Funktion in Gefahr. Ihre Entwicklung ist auch historisch eng mit der Entwicklung der Demokratie verknüpft. In diesem Sinne ist es notwendig, dass wir selbstbewusst und mutig sind und entsprechend agieren. Ich habe übrigens vor, dass der VÖF als Dachverband seinen entsprechenden Beitrag dazu leistet. Dritte These, Volkshochschulen agieren vernetzt. Ich habe letzte Woche eine
interessante Tagung zum Thema Ungleichheit in der Bildung aus globaler Perspektive besucht. Eine der ans Publikum gestellten Fragen lautete: Wird Österreich das Nachhaltigkeitsziel 4, hochwertige Bildung für alle, demnächst erreichen? In dem Moment, wo die Frage gestellt wurde, war es totenstill im Saal. In der Folge hat es niemanden gegeben, der diese Frage positiv bejaht hat. Bei der Diskussion darüber wurde schnell klar, warum. Weil Bildung nicht isoliert betrachtet werden kann, auch nicht alles alleine lösen kann, was es an Problemen in dieser Welt gibt, sondern eben im Zusammenhang mit dem Fortschritt oder auch Rückschritt, zum Beispiel bei allen anderen Nachhaltigkeitszielen zu sehen ist. In diesem Sinn agieren und müssen Volkshochschulen agieren im Sinne ihres Bildungsauftrags, der ja letztlich einen Beitrag zu einer demokratischen Gesellschaft sein soll, vernetzt. Wir agieren immer eingebettet in die lokalen Gegebenheiten, aber vor allem auch mit Partnerinnen und Partnern, die eine gleiche oder ähnliche Stoßrichtung verfolgen wie wir. Als ein Beispiel möchte ich hier, auch weil Kammerwahlen sind, die Arbeiterkammern hervorheben, die ja nicht zuletzt in 3 Bundesländern der Träger der Volkshochschulen sind. Natürlich ist es auch in unserem Interesse, dass ein Partner, mit dem wir in so vielen bildungspolitischen Fragen übereinstimmen und eng verbunden sind, durch die anstehenden Wahlen gestärkt wird. In dem Sinn gehen Sie bitte hin. Abschließend noch einmal eine persönliche Bemerkung. Wir führen die heutige Debatte auch vor dem Hintergrund von Emotionen, von einer Entwicklung, die vielen Menschen Angst macht. Meine 75-jährige Stiefmutter wohnt in Hamburg und hat mich am Freitag aus Hamburg begeistert angerufen und mir gesagt, dass sie zum ersten Mal in ihrem Leben auf einer Demonstration war. Ehrlich gesagt, das macht mir Mut. Vielen Dank. So, vielen Dank, John Evers. Nun kommen wir zu unserem zweiten Keynote-Speaker. Ich freue mich sehr, Johannes Starkbaum begrüßen zu dürfen. Er ist Senior Researcher am Institut für höhere Studien und erforscht unter anderem zur Problematik der Wissenschaftsskepsis. Und spätestens seit der Pandemie ist das ja auch ein regelrechtes Problem, mit dem wir als Gesellschaft immer stärker konfrontiert werden. In seinem Kurzvortrag wird es auch um diese Thematik gehen. Ich nehme es mal stark an. Ja, ich freue mich sehr, Johannes, dass du da bist. Bitte schön. Ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich gefragt wurde, kurz über unsere Studie zu sprechen bei der heutigen Veranstaltung. Als Auftakt für diesen tollen Schwerpunkt der Wiener Volkshochschulen. Die Studie hat uns 2022 und 2023 beschäftigt. Teil der Hausaufgabe, wie wir vorher schon gehört haben, war ja ein Bild zu suchen. Ein Teil davon ist ein Ausschnitt der Studie, einfach auch um hervorzuheben, dass natürlich nicht ich alleine war, dass ich die Studie durchgeführt habe, sondern mit ganz vielen Kolleginnen und Kollegen vom IHS, aber auch von der Universität Aarhus in Dänemark, die mit uns gemeinsam an dieser Studie gearbeitet haben, wo wir uns mit dem Thema der Wissenschafts- und Demokratie-Skepsis auseinandergesetzt haben, mit Schwerpunkt auf Österreich. Das andere Bild habe ich selber aufgenommen, bin ich zufällig vorbeigegangen in Wien-Landstraße, und ich finde das Bild recht interessant, weil das vieles, was wir in der Studie herausgefunden haben, so in sich trägt, versteckt, nämlich dass nicht immer ganz ein eindeutiger Wissenschaftsbegriff von dem gesprochen ist. Hier wird von Mainstream Science gesprochen. Und dass Wissenschaft auch nie als etwas Losgelöstes gedacht wird, sondern immer in Verbindung mit anderen Gesellschaftsbereichen und Gesellschaftsinstitutionen, in diesem Fall die Mainstream-Medien, die hier angesprochen werden. Zur Studie selbst war es uns wichtig, uns auch mit diesem Begriff der Skepsis auseinanderzusetzen, weil Skepsis prinzipiell aus unserer Sicht etwas ist, das auch sehr zentral ist, einerseits in der Wissenschaft, aber auch in der Demokratie, für das Schaffen neuer Ideen und das kritische Hinterfragen. Und gleichzeitig kann Skepsis in Form von Wissenschafts- oder Demokratieskepsis aber auch etwas sein, das problematisch ist. Und so haben wir das definiert,
wenn es eine systematische und unbegründete Ablehnung von Wissenschaft oder Demokratie darstellt. Das heißt eine wirklich eine Ablehnung, die nicht begründet wird. Und das ist auch eine der Kernaussagen der Studie, dass es ganz unterschiedliche Formen der Kritik an Wissenschaft und Demokratie gibt und dass es wichtig ist, diese Formen der Kritik auch zu differenzieren. Denn unsere Studie hat zu einem Zeitpunkt gestartet und stattgefunden, wo es doch eine durchaus ausgeprägte Debatte vor allem um diese Thematik der Wissenschaftsskepsis gegeben hat, die sich auch sehr stark auf Studien wie den Eurobarometer 2021 bezogen hat und es hier doch eine durchaus eine Polarisierung auch in der Debatte gegeben hat. Was uns wichtig war hervorzuheben, war, dass eben Skepsis und Kritik in ganz vielen Fällen ausgewählte Bereiche der Wissenschaft betreffen. Das heißt, in vielen Fällen betrifft Kritik nicht Wissenschaft per se, sondern zum Beispiel Teilbereiche der Wissenschaft. Das können Felder wie Virologie sein, Felder wie auch die Evolution ist ein typisches Beispiel, wo es Kritik gibt, aber das sind nicht zwangsweise, dass sich diese Kritik über alle Bereiche der Wissenschaft steckt. Ähnlich verhält es sich auch über Technologiefelder. Also es gibt Technologien wie Solartechnologie, aber auch Impfstoffe, wenn man in Studien fragt, die durchaus von einem breiten Teil der Bevölkerung positiv gesehen werden und andere Bereiche wie, wenig überraschend, Gentechnik, Kernenergie, da gibt es viel größere Segmente der Bevölkerung, die sich hier kritisch äußern. Ähnlich sieht man auch bei Disziplinen, auch Wissenschaftsdisziplinen werden unterschiedlich eingestuft. Was wir in der Studie aber schon zeigen, ist, dass es auch einen Teil der Bevölkerung gibt, die Wissenschaft wirklich eben, wie wir es definiert haben, systematisch und kategorisch über mehrere Bereiche hinweg ablehnt. Das ist nach der Form, wie wir das gemessen haben, rund 10% der Bevölkerung, die wirklich Wissenschaft über mehrere Bereiche hin kategorisch ablehnt. Wichtig aber eben auch, dass es unterschiedliche Formen der Kritik gibt. Das heißt, es gibt diese kategorische Ablehnung, die sich in einem Teil der Bevölkerung findet, aber darüber hinaus gibt es noch viel mehr Potenzial für Kritik auch an Wissenschaft, auch legitime Kritik an Wissenschaft und legitime Kritik auch an Demokratie, die auch wichtig ist und es wichtig ist, dieses nicht in einen Topf zu werfen. Wir sehen zum Beispiel vergleichsweise hohe Vertrauenswerte in Wissenschaft allgemein in Österreich im Vergleich zu anderen Institutionen und Gesellschaftsbereichen. Wir sehen auch durchaus eine Idealisierung von Wissenschaft in breiten Teilen der Bevölkerung, aber eben auch Skepsis, Kritik oder auch Desinteresse an Wissenschaft und auch an Demokratie. Wichtig, und das und da beginnt schon auch der Link zu dem Hauptthema des heutigen Abends, der Demokratie. Kritik an Wissenschaft ist sehr oft mit den Verbindungen von Wissenschaft zu anderen Gesellschaftsbereichen verknüpft. Und da spreche ich von demokratischen Institutionen, wie eben den Medien, der Wirtschaft oder auch der Politik, andere Institutionen der Gesellschaft und Bereiche der Gesellschaft. Und hier ist vor allem die Thematik die Unabhängigkeit der Wissenschaft, die immer wieder angesprochen und auch eingefordert wird. Das heißt, oftmals hat Kritik auch diesen Anspruch, Wissenschaft besser und unabhängiger zu machen. Und das führt mich schon auch zu dem Thema Demokratie und was wir in dieser Forschung zur Wissenschafts- und Demokratieskepsis sehen. Einerseits ist, dass es anders als beim Thema Wissenschaft, beim Thema Demokratie durchaus in den letzten Jahren eine Abnahme der Zufriedenheit mit der Demokratie in Österreich gegeben hat. Auch wenn es im letzten Jahr bei einer aktuellen Umfrage zwar wieder etwas bessere Werte gegeben hat, aber summa summarum über die letzten Jahre hinweg sehen wir eher einen Trend der Unzufriedenheit mit der Demokratie, der sich vor allem besonders ausgeprägt im sozioökonomisch schwächer gestellten Drittel der österreichischen Bevölkerung darstellt, wie das zum Beispiel der SORA-Monitor sehr transparent macht. Was unsere Studie eben dabei hervorhebt, ist, dass es einen klaren, auch empirischen, also einen Zusammenhang in den Daten gibt zwischen Kritik der Wissenschaft gegenüber oder auch Skepsis und Kritik der Demokratie gegenüber. Was bedeutet dieser Zusammenhang? Wir sehen zum Beispiel, dass in jenen Bevölkerungsgruppen, die eher dazu neigen, sich der Wissenschaft gegenüber skeptisch zu äußern oder auch Kritik der Wissenschaft gegenüber zu äußern, dass sich in diesen Gesellschaftsgruppen auch eher mehr Personen finden, die mit der Demokratie unzufrieden sind oder die der Demokratie gegenüber kritisch sind. Wir sehen auch, dass es Verbindungen zwischen populistischen Einstellungen gibt, zum Beispiel dem Bedürfnis nach einem starken politischen Führer oder wenn Parteien als ein Problem wahrgenommen werden, dass in solchen Gruppen, wo Personen diesen solchen populistischen Statements zustimmen, dass wir dort auch eher eine Neigung dazu haben,
Wissenschaft gegenüber skeptisch zu sein und Demokratie gegenüber kritisch zu sein. Aber, und ich glaube, das ist auch ein ganz zentrales Ergebnis, Skepsis und Kritik der Wissenschaft und auch der Demokratie gegenüber ist kein Problem einzelner Gesellschaftsgruppen. Das sind Phänomene, die wir prinzipiell in allen Bevölkerungsgruppen finden, unabhängig von der Bildung, unabhängig von anderen sozioökonomischen Faktoren. Prinzipiell sind das Phänomene, die wir in allen Gesellschaftsgruppen finden, auch wenn es in manchen Gruppen eine etwas größere Neigung gibt. Faktoren, die relevant sind, sind zum Beispiel jüngeres Alter, kürzere Ausbildung, Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben oder die Orientierung am politisch-rechten Spektrum. Und trotzdem, ich betone es nochmal, diese Phänomene haben wir in allen Teilen der Bevölkerung aber beobachtet. Das bringt mich schon am Ende, denn es soll heute auch eine partizipative Veranstaltung sein und nur nicht zu viel Vortrag. Zusammenfassend ist es also für mich wichtig festzuhalten, einerseits, dass es eben diesen Zusammenhang zwischen Wissenschafts- und Demokratieskepsis auch gibt, den wir in der Studie auch aufzeigen, dass Skepsis kein exklusives Problem einzelner Gruppen in der Bevölkerung ist, aber Skepsis auch nicht ein Problem nur der Bevölkerung ist. In diesen Debatten um Wissenschafts- und Demokratieskepsis wird ganz oft über die Bevölkerung gesprochen und ganz wenig über die Wissenschaft, über die Politik, über die Medien und deren Rolle für Fragen zur Wissenschafts- und Demokratieskepsis. Auch das halte ich für besonders wichtig, hier den Blick auch breiter aufzustellen. Und zu guter Letzt, was ich auch schon angesprochen habe, dass sich Kritik vor allem an die Schnittmengen von Wissenschaft und Demokratie abspielen. Und das leitet über mit den Take-Home-Messages, wenn man so will, mit den Fragen, die das für die Demokratie, Bildung oder auch für die Wissenschaftskommunikation oder Wissenschaftsbildung bedeutet, weil es natürlich zentral für die heutige Veranstaltung ist. Was es aus meiner Sicht und aus Sicht der Studie heraus unbedingt braucht, sind Diskussionen zu den Schnittstellen von Politik, Demokratie und Wissenschaft. Denn diese Schnittstellen sind zunehmend sichtbar. Das haben wir in der Covid-19-Pandemie gut gesehen, wie das Zusammenwirken von Wissenschaft, Politik, Medien auch unabdingbar ist oder auch wichtig ist, um Probleme zu lösen. Und gleichzeitig kann dieses Zusammenwirken aber auch Probleme hervorbringen. Deswegen ist es auch wichtig, offen über dieses Zusammenwirken zu sprechen. Wichtig auch, und das betrifft vor allem den Bildungsbereich, dass es wichtig ist, nicht nur über Fakten zu sprechen, sondern, und das knüpft, glaube ich, auch ganz gut an meinen Vorredner an, dass es eben einen lebensnahen und kritischen Dialog zu Themen wie Wissenschaft und Demokratie braucht. Es gibt auch in der Wissenschaft Probleme, die angesprochen und diskutiert gehört, und es gibt Annahmen der Bevölkerung zu diesen Problemen, und es ist wichtig, darüber offen zu sprechen. Und ganz im Sinne, wie wir auch gehört haben, ist es eben wichtig, diese breite Debatte und auch einen breiten Bildungsbegriff zu denken, wenn es um Themen der Wissenschafts- und Demokratievermittlung und Bildung geht. Und so, es ist natürlich ganz wichtig, in diesem Kontext antidemokratische und antiwissenschaftliche Strömungen zu benennen. Das heißt eben diese kategorische Ablehnung von Wissenschaft oder, was wir auch zuvor gehört haben, eine ganz klare antidemokratische Haltung, die ja auch von den Volkshochschulen getragen wird. Und gleichzeitig ist es wichtig, aber nicht jede Form der Kritik mit dieser zu vermengen und in einen Topf zu werfen. Denn das schwächt sozusagen auch den demokratischen und wissenschaftlichen Diskurs über diese Thematik. Herzlichen Dank. So, vielen Dank, Johannes Starkbaum. Vielen Dank, John Evers. Es waren wirklich zwei sehr, sehr interessante Beiträge und wichtige Inputs, die, finde ich, als Grundlage sehr, sehr gut sind für das, was jetzt kommen wird. Wir haben heute drei sehr interessante PodiumsgästInnen eingeladen, die unterschiedliche Schwerpunkte, Aspekte im Zusammenhang mit Demokratie thematisieren werden, erörtern werden. Wir haben jetzt schon mehrmals gehört, dass das Ganze partizipativer ablaufen wird. Aber bevor ich dazu komme, freue ich mich sehr, Ihnen
Ihnen allen unsere GästInnen vorzustellen. Und zwar neben mir darf ich ganz herzlich Stefanie Friedrich begrüßen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin, Projektmanagerin und Trainerin am Demokratiezentrum in Wien. Und sie forscht zu kritischer Bildung an Schnittstellen zu künstlerischer und aktivistischer Praxis. Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch, dass Gerlinde Affenzeller heute da ist. Sie ist seit 13 Jahren Geschäftsführerin von SOS Mitmensch und hat eine sehr, sehr wichtige, meiner Meinung nach sehr wichtige Kampagne mit ins Leben gerufen und entwickelt, nämlich Pass Egal Wahl. Und seit einigen Jahren gibt es auch das Projekt Pass Egal Wahl in Schulen. Und ich bin mir sicher, dass wir heute noch recht viel über dieses Thema reden werden, aber dazu später. Ich freue mich natürlich auch, den dritten Gast in dieser Runde vorstellen zu dürfen, nämlich Wolfgang Renner, der ja auch schon im letzten Jahr eigentlich, damals noch bei der Wiener Zeitung, eigentlich den Stein so ein bisschen ins Rollen gebracht hat mit dieser, also letztlich mit der Idee und der Veranstaltung. Es wird auch eine Veranstaltungsreihe sein. Das heißt, es wird in diesem Jahr immer wieder ums Thema Demokratie gehen. Wolfgang ist Kommunikationswissenschaftler und studierter Philosoph. Er war ab 2007 für die Wiener Zeitung tätig, bis zu ihrer, leider Gottes, zu ihrer Einstellung. Und du hast die Wiener Zeitung Akademie geleitet. Ja. Seit 2024 bist du bei Social City Wien zuständig für die Plattform Wissenschaftskommunikation. Ja, wunderbar, dass du da bist. Wunderbar, dass ihr alle da seid. Bevor wir mit der ersten Präsentation beginnen, jetzt muss ich wieder ein bisschen ausholen. Auf den Sitzplätzen finden Sie alle Kärtchen mit QR-Codes. All jene Leute, die beim Livestream dabei sind, haben sich, ich nehme mal an, über Zoom angemeldet, diesmal nicht. Wurscht. Nein. Haben auf jeden Fall in dem Chat, auf welcher Plattform auch immer, das ist mir leider entfallen, einen Link bekommen. Bitte steigen Sie mit dem Link ein und hier bitte nutzen Sie diesen QR-Code. Sie brauchen Ihr Smartphone, um sich zu beteiligen an dem Austausch, der nun folgen wird. Das Ganze beginnt so, auch unsere PodiumsgästInnen haben Hausaufgaben bekommen. Einerseits mussten auch Sie eine Präsentation vorbereiten, aber es beginnt ganz anders. Sie mussten sich auch eine Frage überlegen, die Sie für sehr wichtig halten. Das heißt, es wird zuallererst einmal diese Frage präsentiert. Die sehen Sie dann hier auf der Leinwand. Und es ist wichtig, dass Sie dann diese Frage auf dem Tool Mentimeter beantworten. Dafür nehmen wir uns dann ein bisschen Zeit. Ich werde dann immer wieder fragen, ob eh alle die Frage beantwortet haben. Und dann geht es weiter mit der jeweiligen Präsentation. Und nach der Präsentation bekommen wir eine Auswertung. Und unsere ExpertInnen können dann wirklich gleich im Anschluss ihrer Präsentation auf die Antworten, auf diese Auswertung eingehen. Ja, und wir haben sowas bisher noch nicht gemacht. Das heißt, es ist sehr experimentell. Aber ja, schauen wir mal, wie es funktioniert. Ich bitte Stefanie, gleich mit ihrer Präsentation zu beginnen. Ja, hallo, schönen guten Abend an alle anwesenden Personen. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen und mit Ihnen über das Thema Demokratie und demokratisches Zusammenleben sprechen zu dürfen. Ich habe Ihnen eine vielleicht etwas kryptische Frage mitgebracht, aber eine, die mich sehr interessiert. Und zwar, was ist Ihr demokratischer Ort? Es darf auch sein, wo ist Ihr demokratischer Ort? Ich möchte Sie mit dieser Frage allerdings dazu einladen, ein bisschen mehr darüber nachzudenken, was auch sozialräumlich für Sie Demokratie bedeutet, wo demokratisch zusammengelebt und verhandelt wird. Das heißt, dieser Ort darf auch ein nicht geografisch existierender Ort sein. Es darf auch zum Beispiel eine Beziehung sein. Und ja, das ist etwas experimentell. Ich bin schon sehr gespannt auf Ihre Antworten. Und ja, bitte, dann darf auch ich Sie einladen, es partizipativ daran teilzunehmen und auf die Frage zu antworten. Ja, ich denke, wir können uns noch ein bisschen Zeit nehmen. Genau.
Vielleicht geben Sie mir ein kurzes Handzeichen, wenn Sie fertig sind mit Ihrer Beantwortung, damit wir ungefähr wissen, wann Sie fertig sind. Wer hat denn schon die Frage beantwortet? Bitte mit Handzeichen melden. Ah, schön. Wer braucht noch ein bisschen Zeit? Okay, ich denke, wir können jetzt schon zur Präsentation kommen. Gut. So, ich habe Ihnen diese kleine Collage mitgebracht, die ich zusammengestellt habe. Auch hier wieder ein Graffiti-Schriftzug, also auch wie mein Vorredner, aber einen, den ich nicht selbst fotografiert habe. Ich möchte kurz erklären, wie es zu diesem Bild kommt. Diesen Spruch, man muss erst aufstehen, um sich wieder setzen zu können, ist ein Spruch, den ich schon seit ein paar Jahren, dem mir vor ein paar Jahren begegnet ist und dessen Imperativ und dessen Aufforderung, mit dem kann ich sehr viel anfangen. Und ich werde dann auch darauf eingehen, warum. Ich habe dann vor der Einladung mir das auch noch mal kurz angesehen und das natürlich gegoogelt, einfach nur to be safe. Und dann war der zweite Eintrag auf Google war tatsächlich ein Facebook-Post der AfD Dresden. Also diese Collage entstand nicht in Auseinandersetzung mit der AfD, das ist tatsächlich ein Zufall. Also ausgänglich war der Spruch. Die AfD Dresden hat diesen Spruch gepostet 2022 zu einem Video einer Demonstration von Corona-LeugnerInnen und ImpfgegnerInnen. Ein bisschen weiter unten habe ich dann interessanterweise auch wiederum einen Hinweis auf einen Facebook-Post gefunden, nämlich ein Facebook-Post der Gruppe gegen die Alternative für Deutschland, die diesen Spruch relativ kommentarlos gepostet haben 2017. Und aufgrund dieser Kontroverse, die daraus entsteht, habe ich mich dazu entschlossen, Ihnen diese kleine Collage zu basteln und Ihnen die mitzubringen. So, was heißt das jetzt? Auf was beziehe ich mich damit? Für mich geht es bei diesem Spruch, vor allem aus der Perspektive als politische Bildnerin und Trainerin, um die Frage der demokratischen Haltung und des demokratischen Zusammenlebens. Das ist so die eine Sache. Also die Frage nach dem ins Handeln kommen, die ja nach wie vor oder vielleicht gerade jetzt umso wichtiger ist. Mit dem Suchergebnis, das da entstanden ist, geht es aber auch noch um eine andere Sache, die damit zusammenhängt, nämlich um den Aspekt von demokratischem Zusammenleben und demokratischen Gesellschaften als Arenen, die streitbar sind, als Arenen, in denen Konflikte vorkommen, in denen Konfliktfelder auftauchen, in denen unterschiedliche Meinungen und auch unterschiedliche Deutungen zusammenkommen. Und gerade in dem Beispiel, wie wir auch sehr gut sehen, geht es auch darum, dass es hier zu Setzungen kommt und zum Teil auch zu Besetzungen. Das können jetzt Besetzungen von realen Orten sein, aber das können eben auch Besetzungen von einem Impetus sein, von einer Haltung sein oder auch von einem Wort sein. Und für mich als politische Bildnerin geht es ganz stark darum, sich damit auseinanderzusetzen, dass es um strittige Verständnisse geht, um strittige Verständnisse von Gemeinwohl, von Deutungsweisen, von Bedeutungen und dass eigentlich ein demokratisches Zusammenleben, Zusammensein und miteinander umgehen auch bedeutet, sich dieser Strittigkeit zu stellen und die immer wieder zu verhandeln und zu diskutieren. Und damit komme ich zum Punkt des Politischen in der Demokratie. Also Demokratie nicht nur als Politik zu verstehen, die gemacht wird, sondern auch als das Politische, wo verhandelt wird. Und für meine Praxis als politische Bildnerin, und ich sehe schon, da muss ich mich beeilen, bedeutet das, dass ich als einen Referenzrahmen nicht nur den Beutelsbacher Konsens verstehe, sondern vor allem auch die Frankfurter Erklärung von 2015, wo es darum geht, wie kann politische Bildung kritisch emanzipatorisch sein. Und das heißt eben auch, dass es sich dieser Kontroversität, dieser Mehrdeutigkeit und diesen Machtverhältnissen, die in diesen Aushandlungsprozessen immer eingeschrieben sind, auch stellt und damit umgeht. Und vielleicht können wir dann später auch noch mal ein bisschen darüber sprechen, was das dann konkret auch bedeuten kann. Ja, vielen Dank. So, jetzt schauen wir mal. Wir haben 56 Antworten erhalten auf die Frage, was ist Ihr demokratischer Ort? Fantastisch. Familie als zentrale
als zentraler Begriff. Ich muss mir ganz kurz mich sammeln. Jetzt geben Sie mir kurz ein paar Minuten, nicht Sekunden, um das alles zu lesen. Ja, war lokal Österreich. Straße sehe ich auch ein paar Mal. Auch momentan natürlich ein zentraler Ort, um politisch zu agieren und sich zu artikulieren natürlich auch. Das Parlament, das Wirtshaus haben wir, ja. Die Resonanz, also wirklich eher auf einer quasi schon Metaebene gedacht des demokratischen Zusammenseins. Die WG, der Betrieb, Freundeskreis. Also Sie sehen, dass viele der Antworten sich vor allem mit dieser eben sozialräumlichen Komponente befassen. Ja. Dass es also alles Orte sind, in dem man in einen mehr oder weniger engen Kontakt kommt und mit diesem mehr oder weniger engen Kontakt kommen natürlich auch gewisse Kontroversen, Konflikte, aber auch Kompromisse auf einen zu. Also was man hier auch ganz gut sehen und vielleicht war das auch ein bisschen von mir auch angeleitet, ja, also das ist immer so diese Trainerinnen-Krankheit, dass man irgendwann alles ganz offen lassen will, aber ein bisschen was möchte man trotzdem mitgeben, ein paar Impulse und was jetzt hier dann sich auch schön zeigt, ist eben das, worauf ich eigentlich auch ein bisschen hinaus wollte mit der Frage, nämlich, dass die Demokratie vor allem ein gelebtes Konstrukt sein sollte und sein muss und ja auch ist. Und dass dieses gelebte Konstrukt sich eben nicht nur auf politische Entscheidungswege, Verfahrensweisen und Institutionen beschränkt, sondern eben auch ganz, ganz tief drinnen sitzt in unseren Alltagserfahrungen. Und das ist auch etwas, wo vor allem in der Arbeit mit Jugendlichen, wo es mir auch wichtig ist, genau da anzusetzen, weil sich diese sozialen Ordnungen, die in diesen Orten, an diesen Orten, die Sie da auch beschrieben haben, die sich da manifestieren, auch natürlich herauskommen in der Bildungsarbeit mit den Personen. Und es daher umso wichtiger ist, dem möglichst viel Raum zu geben und möglichst viel Platz zu geben. Und tatsächlich ist es ja auch für Jugendliche so, dass der Ort, an dem die meisten quasi politischen Debatten geführt werden oder auch die meiste politische Selbstbildung und Information herkommt, tatsächlich ja auch die Familie ist. Also es ist interessant, dass das scheinbar auch für die Erwachsenen auch immer noch so ist. Ja. Ja, ich glaube, so viel zu meiner blitzschnell und vielleicht auch etwas lapidaren Analyse. Ich hoffe, Sie verzeihen mir, dass jetzt mehr auch nicht rausschaut. Aber vielen lieben Dank, dass Sie so offen geantwortet haben. Und damit lasse ich das jetzt einfach mal so stehen und möchte es gern dann auch mitnehmen in ein weniger frontales und mehr dialogisches Gespräch später mit Ihnen. Ja, danke schön. Nun kommen wir zur nächsten Präsentation. Liebe Galinde, möchtest du gleich deine Frage stellen? Ja, vorher möchte ich Sie alle gerne begrüßen. Schönen guten Abend. Ich freue mich, hier zu sein. Wir haben die Wahlzelle, ist mir hängen geblieben als politischer Ort. Das wäre sozusagen die Überleitung zu meinem Thema. Ich stelle gleich die Frage dazu, wie viele Einwohnerinnen und Einwohner im Wahlalter sollten in einer Demokratie mitbestimmen, sprich wählen können? Und antworten Sie bitte in Prozentzahlen von 1 bis 100. Ich konzentriere mich in meinem Kurzvortrag auf... Einen Moment, ja. Warten wir mal, bis die Leute abstimmen. Nein, ja, das ja. Ist eh... Okay, ist das noch nicht die Präsentation? Genau, gut. Ja. Nein, ich wollte nur sozusagen für die Abstimmung irgendwie sagen, ich konzentriere mich sozusagen auf die demokratische Beteiligungsform des Wählens, konkret wer darf wählen und vor allem wer darf nicht wählen, wie viele sind das und welche Konsequenzen hat das? Und ich habe die Frage interessiert mich einfach auch aus dem Grund, um Sie ins Thema direkt zu bringen. Also wie viele Einwohnerinnen und Einwohner im Wahlalter sollten in einer Demokratie mitbestimmen können, Ihrer Meinung nach?
Haben Sie abgestimmt? Brauchen Sie noch Zeit? Vielleicht auch bitte um kurze Handhebung, wer sozusagen schon abgestimmt hat. Schaut gut aus. Umgekehrte Frage, braucht noch jemand Zeit? Dankeschön. Also, die repräsentative Demokratie in Österreich bedeutet, dass die wahlberechtigten EinwohnerInnen ihre Vertreter wählen, die dann die Entscheidungen für das Land treffen, indem sie zum Beispiel Gesetze beschließen. Wer sind denn die wahlberechtigten EinwohnerInnen? Das sind Menschen, die die österreichische Staatsbürgerschaft haben, einen österreichischen Pass haben. Wer darf somit die politischen VertreterInnen, die auch für konkrete Parteiprogramme stehen, wählen? In Österreich jene mit österreichischer Staatsbürgerschaft. Das heißt, es sind nicht alle berechtigt. EinwohnerInnen ohne österreichischen Pass dürfen nicht. Wie viele sind das denn, die hier wohnen, aber keinen österreichischen Pass haben? Jetzt kommen ein paar Zahlen. In Österreich leben 7,7 Millionen Menschen, die im Wahlalter sind. Davon sind 1,4 Millionen Menschen ohne österreichische Staatsbürgerschaft. Also 1,4 Millionen Menschen, die in Österreich leben und im Wahlalter, also über, also 16 plus sind, dürfen nicht wählen. Das sind im Prozent 18,5% im Durchschnitt in Österreich. Und wenn ich von Durchschnitt in Österreich rede, dann heißt das, dass in manchen Regionen es einfach viel mehr sind, manchen auch weniger. Viel mehr sind es in urbanen Zentren, zum Beispiel in Wien, aber nicht nur, auch in Innsbruck oder in Salzburg. Da reden wir von über 30% von, also der Menschen, der EinwohnerInnen, die keine österreichische Staatsbürgerschaft haben. Wenn ich jetzt Wien hernehme und sage 30%, dann ist das dort auch wiederum der Durchschnitt. Und dann gibt es Bezirke, wie zum Beispiel Rudolfsheim, wo es 44% sind. Von den 1,4 Millionen Menschen im Wahlalter ist der Großteil länger als 5 Jahre in Österreich. Konkret 5 von 7. Und davon wiederum ein Großteil länger als 10 Jahre hier. Also, um das einmal einzuordnen, soweit die Zahlen. Die Statistik, die hoffentlich jetzt eingeblendet ist, ja, ist sie schon. Ich weiß nicht, ob sie so gut zu sehen ist. Ich gehe dann jetzt genauer drauf ein. Also die Grafik heißt die Wahlausschlussschere. Ich komme dann noch dazu, warum sie so heißt. Diese Statistik zeigt einfach die Entwicklung dieses Wahlausschlusses seit 1985. Also wenn ich die obere Kurve anschaut, da sehe ich, die Bevölkerung im Wahlalter wächst deutlich. Und die untere Kurve zeigt die Zahl der Wahlberechtigung. Und die Zahl der Wahlberechtigung sinkt. Und der Abstand dazwischen, das ist dann die Zahl der Nicht-Beteiligten im Wahlalter. Und diese Zahl, also dieser Abstand, der wächst von Jahr zu Jahr. Und eben inzwischen ist man eben auf 1, die genaue Zahl ist da 1,427 Millionen Menschen, die da nicht sozusagen, die inzwischen nicht sich beteiligen können. Das ist eine fast Versiebenfachung von 1985 ausgehend bis 2023. Was bedeutet das? Was folgt daraus? Eine Konsequenz ist, dass die Bedürfnisse dieser Menschen nicht berücksichtigt werden. Das wiederum verhindert Zugehörigkeit. Das fördert gesellschaftliche Spaltung und das kann desintegrativ wirken. Deutlich merkt man das zum Beispiel in Schulen. In vielen Wiener Schulen ist der Anteil an Nicht-ÖsterreicherInnen 60, 70, 80 und mehr Prozent. Der Wahlausschluss kann dazu führen, dass Nicht-StaatsbürgerInnen ihr Interesse an Demokratieerziehung verlieren, weil sie nicht mitgemeint sind. In Österreich gibt es 250.000 Schülerinnen ohne österreichische Staatsbürgerschaft. Das sind mehr als 19%. Und 50.000 davon sind im Wahlalter. Die meisten dieser Jugendlichen haben fast ihr ganzes Leben in Österreich gelebt. Jeder Dritte ist bereits in Österreich geboren.
Stellen wir uns Folgendes vor. Jugendliche erreichen das Wahlalter und lernen in der Schule über Demokratie und Beteiligung, demokratische Aufgaben eines Bürgers und einer Bürgerin und erfahren dabei, dass sie selbst jedoch nicht mitbestimmen dürfen. Während ihre Freundinnen und MitschülerInnen in den demokratischen Entscheidungsprozess einbezogen werden, bleibt das den nicht wahlberechtigten jungen Menschen verwehrt. Während diese Jugendlichen in vielen anderen Ländern bereits mit ihrer Geburt im Land die Staatsbürgerschaft bekommen hätten, sind sie in Österreich darauf angewiesen, dass ihre Eltern hohe Einbürgerungshürden überwinden. Diese Nichtanerkennung durch den Staat hat gravierende negative Folgen, nicht nur die demokratische Mitbestimmung betreffend. Betroffene erhalten vom Staat weniger Schutz, sie haben weniger Rechte und Möglichkeiten. Eine aktuelle Studie zeigt auch, dass die staatliche Ausgrenzung von Geburt an auch negative Folgen auf den Bildungserfolg haben kann. Zugehörigkeit wird gehemmt. Die Gefahr der Diskriminierung in unterschiedlichen Lebensbereichen, wie etwa am Arbeitsmarkt oder am Wohnungsmarkt, wird erhöht. Zusammengefasst, wenn unsere Jugendlichen von der Demokratie ausgeschlossen werden, wenn die Chance der demokratischen Beteiligung nicht wahrgenommen wird, dann kann das desintegrativ wirken. Es ist leider dann eine vertane Chance, muss man sagen. Eine weitere Konsequenz ist, es kann nicht ausreichend repräsentative Politik gemacht werden. Zu wenig Menschen legitimieren die politischen Repräsentanten. Das bedeutet, dass die gewählten VertreterInnen keine oder wenig Ahnung haben von einem großen Teil der Wohnbevölkerung, deren Bedürfnisse nicht wahrnehmen, weil man sich um diese Gruppe ja auch nicht bemühen muss. Die dritte Konsequenz ist, dass es eine Auswirkung auf die Mandateaufteilung hat. Nachdem sich die Verteilung der politischen Mandate in verschiedenen Bundes- und Landesparlamenten nach der Anzahl der gemeldeten österreichischen StaatsbürgerInnen richtet, sind manche Regionen in Parlamenten stark unter und manche überrepräsentiert. Konkretes Beispiel: Wien, Niederösterreich. In Wien leben zwar 264.000 Menschen mehr als in Niederösterreich, aber es gibt deutlich weniger Nationalratsabgeordnete, nämlich um 4 weniger. Warum ist das so? Was kann man da dagegen tun? Sozusagen der wachsende Anteil an Menschen, die ausgeschlossen sind, hängt im Grunde genommen mit zwei Faktoren zusammen. Das eine ist die strikte Koppelung des Wahlrechts an die Staatsbürgerschaft. Und das zweite sind die extrem hohen rechtlichen und finanziellen Hürden der Einbürgerung. Ja. Also die Erlangung der Staatsbürgerschaft ist einfach international und europaweit enorm schwierig und sehr, sehr, sehr restriktiv. Wer etwa ein zu niedriges Einkommen hat oder zu niedrige Pension bezieht, bleibt von der Einbürgerung ausgeschlossen. Und so hat sich eigentlich über die Hintertüre der strengen Einbürgerungsbestimmungen wieder etwas eingeschlichen, was eigentlich überwunden geglaubt war, nämlich der Ausschluss von Menschen mit keinem Einkommen oder geringem Einkommen. Zum Schluss die Frage, was kann man dagegen tun? Für eine Änderung des Wahlrechts bedarf es einer Verfassungsänderung. Diese kann nur durch eine Zweidrittelmehrheit im Nationalrat erwirkt werden. Das heißt, es bräuchte einen sehr, sehr breiten Konsens. Demgegenüber lässt sich das Einbürgerungsrecht mittels eines einfach gesetzlichen, also mit einer einfachen Mehrheit bewirken. Das heißt, es braucht einfach die Zustimmung der Mehrheit der Abgeordneten im Parlament und so könnte man Hürden senken. Das Schlussresümee, das ich ziehe, ist, wir haben jetzt auch an der Grafik gesehen, es gibt in Österreich ein Demokratiedefizit hinsichtlich der Wahlberechtigung. 1,4 Millionen Menschen, ich wiederhole, sind betroffen. Zu einem großen Teil handelt es sich um Menschen, die sich selbst als WienerInnen, als ÖsterreicherInnen sehen, deren Heimat hier ist. Viele darunter sind sehr junge Menschen, viele davon sind auch hier geboren. Und angesichts dessen,
dass die Demokratie einfach kein Selbstläufer ist. Sie muss gelernt und geübt werden. Das haben wir heute schon gehört zum Teil. Und angesichts dieser Tatsache wird es umso deutlicher, dass die Erziehung zu demokratischen Bürgerinnen und Bürgern unverzichtbar ist und keinesfalls Halt machen darf vor Nicht-StaatsbürgerInnen. Dankeschön. Ja, danke, Gerlinde. Ich bitte darum, die Auswertung zu zeigen. Wunderbar. Vielen Dank für das Ergebnis. Also, ich glaube, mehr kann ich da nicht, also gibt es nicht zu analysieren oder zu sagen. Es gibt doch eine große Einigkeit, dass das möglichst viele sein sollen, und eine genaue Zahl gibt sozusagen nicht das richtige Antwort. Aber ich glaube, wir sind uns einig, oder viele sind, würden mir zustimmen, wenn ich sage, je mehr, desto besser. Danke. So, wir kommen jetzt zur nächsten Präsentation und zu deiner Frage, lieber Wolfgang. Vielen Dank. Ja, schönen guten Abend und vielen herzlichen Dank für die Einladung und die freundliche Vorstellung. Ich habe ein Thema zur Aufgabe bekommen, nämlich Medien. Und die Frage ist, sie steht da drinnen, wie stark ist Ihr Vertrauen in österreichische Medien auf einer Skala von 1 bis 10? 5 steht. Entschuldige, 1 bis 5. Okay, auf einer Skala von 1 bis 5. Ist ganz egal, also 1 ist die niedrigste und 5. Wie stark ist Ihr Vertrauen in österreichische Medien? Da meine ich nicht die Social Media, sondern wirklich die renommierten Medien, die es in Österreich gibt. Also es gibt in Österreich Print, Rundfunk, alles, was Print, ja. Rundfunk, Radio, öffentlicher Rundfunk, genau. Privater Rundfunk, genau. Fernsehen, Radio, genau. Zeitungen. Wie stark ist Ihr Vertrauen in all diese Medien, die du genannt hast? Auf dieser Skala von 1 bis 5. So, und wenn Sie dann abgestimmt haben, bitte melden Sie sich mit Handzeichen, damit wir einen Überblick haben. Okay, wir warten noch ein bisschen. Ja. So, melden Sie sich noch einmal. Ja. Sehr gut. Super. Okay, sieht gut aus. Danke. Ja. Das Bild. Ich würde Ihnen gerne heute zuerst ein Bild zeigen, das ein Philosoph gemacht hat, nämlich Montesquieu 1748. Und zwar geht es da um die sogenannten vier Säulen in der Demokratie. Sie werden das vielleicht kennen, schon gehört haben. Ich wollte es nur noch einmal in Zeiten, in denen wir heute leben, wo es die größte Vertrauenskrise seit wahrscheinlich Menschengedenken gibt, nämlich in Demokratie, in, wie es der Herr Starkbaum gesagt hat, in die Wissenschaft und in die Medien. Und wenn wir dieses Bild anschauen, sind das die vier Säulen, nämlich die Legislative, die Exekutive, die Judikative und die Publikative. Und die Medien haben eine öffentliche Aufgabe. Und wir sind jetzt an dem Punkt angelangt, wo Medien ganz einfach aufgrund der Social Media und all den Themen, die rundum laufen, ihre Watchdog-Funktion verlieren. Und was noch schlimmer auf uns einwirkt, die UNO, die United Nations sagen, neben der Klimakrise ist die größte Gefahr für das Zusammenleben der Menschheit heute die sogenannte Desinformation. Und wenn wir jetzt das Superwahljahr anschauen, das nicht nur bei uns ansteht, sondern zum Beispiel auch in den Vereinigten Staaten, ist das Thema Desinformation wirklich ein riesiges. Daher die Frage am Anfang, wie stark ist das Vertrauen? Das Vertrauen in Medien muss aus meiner Wahrnehmung enorm gestärkt werden, denn es erodiert dahin. Wir sitzen alle mitsammen, ich glaube, es gibt wenige, wer von Ihnen hat kein Smartphone? Bravo, sehr gut, es ist jemand dabei, es ist normalerweise nicht der Fall. Wir alle sind tagtäglich in der Gefahr, Smartphone-Nachrichten zu bekommen.
wir prüfen die Quelle nicht, wir hinterfragen sie nicht, diesen Informationen hineinzufallen. Und gerade in der Demokratie ist diese vierte Säule enorm wichtig. Medien decken Skandale auf. Punkt. Die decken Skandale in der Wirtschaft auf, die decken Skandale in der Politik auf, die decken aber auch Skandale in der Gesellschaft auf. Sie sind, ich würde jetzt gerne den Herrn Ganster zitieren, eine Ikone der Publizistik, der gesagt hat, Medien sind für eine Gesellschaft wie die Muttermilch. Und wir sind aber dabei, diese Medien zu, dass wir die verlieren. Und ich würde gerne den Herrn Starkborn jetzt noch einmal mit seinem Anfangsbild, was er da fotografiert hat, Mainstream Media, Mainstream Science is corrupt and bullshit. Und das trifft's, das höre ich, das trifft's, egal wo wir sind, die Leute vertrauen den Medien nicht. Und da kann man auch noch zusätzlich sagen, auch ein Zitat von Ihnen, das Eurobarometer, das ist die Umfrage, die alle zwei Jahre passiert, zum Thema Wissenschaftsskepsis, wo wir an letzter Stelle sind. Ich glaube, Sie haben das auch zitiert. Aber wie kommt man zur Wissenschaft? Zur Wissenschaft kommt man über Medien und Medien stützen die Wissenschaft und die Demokratie. Das ist ein Triptychon, das ganz einfach für unsere Zukunft wichtig ist. Und ich möchte noch einen Punkt dazu sagen, zu diesem Bild hinten. Momentan treut über uns dieses große Thema der künstlichen Intelligenz. Da steht uns was ins Haus, wo wir alle noch nicht wissen, wie die Auswirkungen sind. Sie haben vielleicht gehört über dieses Instrument ChatGPT. Das ist dieses Computerprogramm, das Texte schreiben kann. In Amerika gemacht. Wir haben es probiert, ich weiß nicht, wie viele von Ihnen. Wir sind nur in die Falle gegangen. ChatGPT war nicht dazu da, uns zu helfen, Texte zu machen, sondern dieses Programm hat ausgelotet, wie unsere Gewohnheiten sind. Was tun wir? Wie konnotieren wir Wörter? Alles mit dem Ziel, das klingt jetzt ganz brutal, uns auszukundschaften. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn wir die tradierten Medien nicht mehr benutzen, nicht mehr die Checks machen über die Medien, gehen wir in die Falle. Und ich möchte da kein Horror-Szenario machen, aber das ist die Tatsache. Wir wissen nicht, was dahinter abgeht und wie diese KI-Systeme unser Leben beeinflussen werden. Und ich würde Sie nur wirklich von ganzem Herzen bitten, Medien, egal ob Sie sie konsumieren, die öffentlich-rechtlichen, die privaten Medien oder die sozialen Medien, dass Sie die Quelle checken. Fakten checken ist eins der großen Themen. Schauen, woher kommt das? Und niemals zu sagen, naja, mir kann das eh nicht passieren. Denn verlieren wir die vierte Säule der Demokratie, verlieren wir die Demokratie. Und dazwischen liegt die Wissenschaft. Die verlieren wir auch. Ich möchte dazu noch eines sagen zur ersten Frage mit dem demokratischen Ort. Es ist kein einziges Mal das Wort Medien vorgekommen. Auch interessant. Weil Medien sind an und für sich der Ort der Demokratie. Nicht einer hat Medien, nicht eine. Und das ist aber ein Thema. Medien sind dazu da, uns Demokratie zu vermitteln. Und ich möchte am Schluss jetzt noch zwei Sachen sagen, weil du gesagt hast vorher mit dem Wahlrecht, es geht in Zukunft um eine solidarische Gesellschaft. Das ist das Gebot der Stunde. Diese ganzen Ich-Gesellschaften, das kann so nicht weitergehen. Aber wie erreicht man das? Außer über Medien. Man erreicht das, indem man Geschichten, Narrative macht. Denn die Geschichten am Lagerfeuer, die es heute nicht mehr gibt, die haben uns ja weitergebracht. Und dazu möchte ich einen meiner Lieblingsautoren, den Antoine de Saint-Exupéry, zitieren am Schluss, der übrigens den kleinen Prinzen geschrieben hat. Wenn du ein Schiff bauen willst, dann hole nicht Menschen zusammen, die Bäume umschneiden und Seile binden. Nein, lehre sie die Sehnsucht nach dem großen, weiten Meer. Lehren sie den Mitmenschen die Sehnsucht und die solidarische Gesellschaft wird von selber passieren. Ich freue mich über die Fragen danach. Dankeschön.
So, wir kommen jetzt zur Auswertung. 2,9. Das habe ich erwartet, ja. Um ehrlich zu sein. Ja. Ja. Bisschen schon. Bisschen schon, ja. Bitteschön. Möchtest du es interpretieren? Ich möchte es gerne interpretieren. Ich muss dir auch sagen, ich habe auch damit gerechnet, weil diese Erosion in das Vertrauen der Medien, das wurde auch schon hinterlegt vor 3 Jahren mit einer Uni in London, nämlich die London School of Economics, die gesagt hat, der Vertrauensverlust in die Medien ist am stärksten. Ist bewiesen. Und die haben das aber noch einmal hinterlegt mit einer Tatsache, die haben nämlich gesagt, das Vertrauen geht verloren in die großen Institutionen, selbst in die Familien geht das hinein. Und der Vertrauensverlust in Medien ist insofern da, ich möchte jetzt nicht nachfragen, weil die Social Media ganz einfach die vierte Säule aushebeln. Nämlich richtig. Und dieses Aushebeln, das passiert uns täglich und daher wundert es mich nicht. Aber wir können was, wir haben noch nicht verloren. Wir haben noch nicht verloren. Wir können das Schiff noch bauen und wir können noch mit dem Schiff das große weite Meer sehen. Dankeschön. Ich habe jetzt aber wirklich eine Frage. Ist das nicht dann, wenn ich zu verkürzt den Glaubwürdigkeitsverlusten auf Social Media oder auf Social Media oder der destruktiven Rolle sozialer Medien zurückzuführen? Oder zum Beispiel in Österreich, wir haben eigentlich ein strukturelles Problem, nämlich, dass es eine sehr hohe Medienkonzentration gibt, europaweit, eine der höchsten oder vielleicht sogar die höchste. Trägt das nicht in gewisser Weise auch dazu bei, dass es einfach zu wenig Medienvielfalt gibt? Gute Frage, danke. Also die Medienkonzentration kann man anhand von 2 Ziffern zum Beispiel sagen. Österreich hat 15 Medienhäuser, Tageszeitungen, Medienhäuser, 15. Wenn ich sie jetzt schätzen lassen würde, wie viele Tageszeitungen, Medienhäuser hat Deutschland? Magst du schätzen? Kann mag irgendwer schätzen? Österreich hat 15. Bitte. Richtig, das nehmen alle an, weil Deutschland ziemlich. Deutschland hat rund 600. Wenn wir jetzt über die Grenze schauen, in die Schweiz, sagt man dreisprachig, die haben rund 100. Sprich, überall ist mehr. Österreich ist abgeschlagen mit den Einzelmedien mit 15 an letzter Stelle. Social Media hebelt ganz einfach nicht den Inhalt so sehr aus, sondern das monetäre Modell, das Wirtschaftsmodell. Weil wir alle annehmen, gute Frage, Nachrichten sind gratis, klar. Social Media ist gratis, aber Journalistinnen, die ihren Job ernst nehmen, die recherchieren, die tagelang Menschen nachraufen, die Interviews führen, die akribisch schreiben dann, die kosten Geld. Und das Modell des Journalismus ist aufgrund der Social Media ausgehebelt worden, weil es kein Geld, kaum mehr Geld aus der Wirtschaft gibt und da die einzige Chance aus meiner bescheidenen Wahrnehmung ist, wenn man öffentlich-rechtliche Medien hätte, da hat geht es nur mehr über eine zentrale Presseförderung. Genau, also so ergänzend, die Werbemittel sozusagen fließen mittlerweile genau. Ganz stark in Richtung digitaler Konzerne. Aber jetzt geht es um Sie, jetzt geht es um das Publikum. Wir haben noch eine gute halbe Stunde, sogar ein bisschen mehr Zeit dafür, dass Sie sich jetzt einbringen. Das heißt, ich bitte Sie, wenn Sie Fragen, Anregungen haben, dass Sie sich mit Handzeichen melden. Sie können auch im Chat Ihre Fragen stellen. Und bitte, ich komme zurück zu meinem Hinweis zu Beginn der Veranstaltung, alles anonym, weil aus Datenschutzgründen wir haben einen Livestream. Wir haben eine Wortmeldung. Okay, danke. Meine Frage ist vielleicht nicht ganz konkret, aber zumindest vielleicht einen kurzen Hintergrund. Ich habe die Ehre bekommen, dass ich bei dem Corona-Aufarbeitungsprozess, der war es vor
vor wenigen Wochen publiziert worden ist, auch bei der Beobachtung bei einer partizipativen Forschung dabei sein zu dürfen. Und da hat man gesehen, dass unter den 40 Teilnehmerinnen pro Bundesland eine rege Diskussion stattgefunden hat und auch dann am Ende von dem Tag, also das ist einen ganzen Tag verlaufen, dass dann sehr positive Output oder zumindest von den diversen Teilnehmerinnen ein guter, sage ich mal, Konsens gefunden worden ist. Und ich habe mir jetzt gedacht, eben, warum kann man nicht eben in so einem kleineren, demokratischen, niederschwelligen Bereich oder etwas etablieren, wo man sowas in die Richtung dann unterstützt, oder warum kann man so den demokratischen Prozess oder kann man den demokratischen Prozess niederschwelliger gestalten, oder wo sind die Hürden oder wo sind die Möglichkeiten? Ja, danke. Ja, danke schön. Wer möchte darauf antworten? Gerlinde, wäre das was für dich? Also ich denke mal einfach nur, dass ich denke mal, das betrifft einfach Diskussionen, oder? Das, was, so wie ich sie jetzt verstanden habe. Ich glaube, das würde ich sozusagen so sehen, dass es einfach eine Diskussionskultur ist und das eben, was wir am Anfang, am Eingangs ja auch gehört haben, dass Demokratie nicht irgendwas ist, was fix ist oder was feststeht, sondern die braucht, also die Grundlage ist ganz einfach, dass man sich nicht einig ist oder dass man irgendwie halt diskutiert und redet. Also ich denke mal, das gibt es überall dort, wo man Diskussionen organisiert, würde ich jetzt irgendwie sagen. Ja. Und ich glaube, die VHS macht da jetzt eher einen guten Start damit. Wird es wahrscheinlich noch einige mehr geben. Ja, danke schön. Es gibt auch eine Wortmeldung. Ach so, einen Moment. Ja, bitte, bitte. Ich würde da auch noch ganz gerne darauf reagieren. Und zwar, ich sehe da zwei unterschiedliche Komponenten. Das eine ist die Frage der Partizipationsprozesse, wo es ja durchaus Initiativen gibt, vor allem zum Beispiel im Bereich der Stadtplanung, wo ja partizipativ agiert wird, wo zumindest die Bemühung da ist oder zumindest der Vorsatz, tatsächlich partizipativ Entscheidungen für zum Beispiel den Wohnbau zu etablieren und die so zu finden. Wie partizipativ die tatsächlich sind, darüber können wir streiten. Und wer dann tatsächlich an diesen Partizipationsprozessen vorrangig teilnimmt und teilnehmen kann, wie die Hürden sind für die Teilnahme an diesen Partizipationsprozessen, das ist so das eine, die Frage nach diesen, nach dafür, wie können solche Prozesse gestaltet werden, so habe ich das zumindest gelesen. Und das andere sehe ich darin, die Frage nach dem Räume zu schaffen für eben Debatten, Diskussionen und wo eben diese Räume geschaffen werden können. Also zum Teil passiert viel, auch in der außerschulischen Bildung, vor allem in der Jugendarbeit, wo und auch in der Freizeitpädagogik, wo diese Räume geschaffen werden, wo sowas geöffnet wird und man gemeinsam das übt, also auch dieses Üben, das demokratisch sein. Ich bin nicht so ein großer Fan davon zu sagen, man bringt jemanden bei, demokratisch zu sein, weil da halte ich nicht so viel davon, aber ich glaube, man kann jemandem helfen, das zu üben. Und eben indem man zum Beispiel über Machtverhältnisse aufklärt oder indem man zum Beispiel über Konflikte und Kontroversität spricht oder über Mehrdeutigkeit oder auch Kontingenz und so weiter. Also da kann man schon irgendwo auch sensibilisieren üben. Das andere natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, also Bereich der Jugendbildung halt natürlich auch Schulen, also der Ort, wo Jugendliche die meiste Zeit verbringen, wäre natürlich irgendwo
quasi aufgelegt, so, das ist, wäre so ein Ort. Aber da hapert es oft an strukturellen Schwierigkeiten. Das sind doch einige Personen, die in der Bildungsarbeit hier tätig sind, wenn nicht, weiß ich nicht alle, die das vielleicht auch selber ganz gut wissen, dass es dann oft an diesen strukturellen und auch Ressourcenfragen dann irgendwo scheitert, weil sowas Zeit braucht, weil nämlich demokratische Debatten zu führen und solche Räume zu öffnen auch Beziehungsarbeit ist, weil es da auch um ganz viele Fragen von Körperlichkeit geht. Und ich wollte übrigens auch in meinem Spruch irgendwie auf das ein bisschen hinaus, mit Aufstehen und Widersetzen und so weiter, aber natürlich auch um Affekte und um Emotionen, die da auch mit ins Spiel kommen. Und dafür den Raum zu schaffen, braucht Zeit. Und ja, aber dass sowas und sowas passieren kann, sehen wir jetzt nochmal weg von der Jugendbildung, zum Beispiel in Bürgerbeteiligungsprozessen, dass sowas sehr wohl auch geschaffen werden kann. Allerdings immer mit so ein bisschen Kritik sollte sowas auch verbunden sein, wieder zurückkehrend an meine anfängliche Bedenken. So. Also ich würde gerne noch einbringen, Demokratie ist so ein zartes Pflänzchen. Ich würde es sehen, wie auch bei den Medien, dass es braucht Bewusstseinsbildung. Und Bewusstseinsbildung nicht mit Einmalaktionen oder zweimal, sondern permanente Bewusstseinsbildung, und die kann nur von Menschen wie ihr, wie die VHS, wie wir herinnen, die ja am selben Strang ziehen, gemacht werden. Und es muss eine übergeordnete Ebene sein. Also ich würde es sehen, dass sich, ich weiß nicht, welches politische Institut, welcher Bereich dort zuständig sein könnte, möglicherweise das BKA, aber man müsste aus meiner Wahrnehmung permanente Bewusstseinsbildung für die Demokratie betreiben. Weil ich glaube nicht, dass sich viele Menschen, die hier bei uns leben, so wirklich Gedanken über die Demokratie machen. Das rennt eh von selber. Und ein paar hundert Kilometer weiter östlich ist ein Krieg. Südlich sind Kriege. Da ist vorbei mit Demokratie. Das heißt, die Bewusstseinsbildung müsste partizipativ sein, selbstverständlich, mit Veranstaltungen. Aber aus meiner Wahrnehmung müsste eine neutrale Institution da sein, die nichts anderes macht, als diese Bewusstseinsbildung zu fördern. Wie bei euch die Demokratiewirkstatt des Parlaments zum Beispiel. Die müssen aber noch viel stärker mit Geldmitteln hinterlegt sein und viel stärker hinausgehen. Stimmt. Ja. Zuerst eine Wortmeldung hinten. Ja, danke. Es hat ja schon Bürgerräte gegeben und die haben ja stattgefunden und die haben Ergebnisse erarbeitet, aber die finden sich in der Politik nicht wieder. Und ich denke, das ist etwas, was den Bürger schon frustrieren kann. Dankeschön. Wir haben noch eine Wortmeldung. Ja, ich habe vor kurzem das Buch von Anton Jäger, Hyperpolitik heißt das, habe ich gelesen. Und ich finde auch seine Analyse sehr interessant. Oder eben gerade bezüglich auf die Vereinzelung der Menschen, was das für Auswirkungen auf die Demokratie hat. Das haben wir jetzt hier in dem Kontext noch nicht so angesprochen. Vielleicht da, wenn jemand noch was dazu sagen kann. Und auch interessant ist die Rolle der Medien, die er auch anspricht. Ich glaube, dieses Gefühl bei den Menschen, dass sehr viel diskutiert wird, aber wenig konkrete politische Folgen sich aus diesen Diskursen ergeben. Nehmen wir den Kulturkampf her mit Gender-Debatten oder was auch immer. Das sind Themen, die sehr hoch kochen, aber es folgt wenig daraus politisch. Und ich glaube, das sind Dinge, die die Leute konkret spüren und ja, vielleicht kann man da auch noch mal ein bisschen drauf eingehen, auf diese hyperpolitische Diskussion, die stattfindet in den Medien und in der Politik. Dankeschön. Okay, es gibt noch eine Frage. Es gibt zwei Meldungen im Chat. Eine, also die erste Frage ist, wie kann es sein, dass bei euch im Raum so viele Leute für Wahlberechtigung nach Wohnrecht sind, aber politisch, in Klammer auch im Parlament, nicht viel passiert, um die Situation zu verändern? Das ist mal die erste. Gut, wir haben jetzt drei Fragen. Nein.
ich komme darauf zurück. Das heißt, zuerst ging es um die BürgerInnenräte, dann um die Frage der Hyperpolitik, der Medien, der Vereinzelung natürlich auch. Also was die individuelle Vereinzelung einfach in dieser Gesellschaft, wie das im Verhältnis zur Demokratie zu bewerten ist, ob es, wie Sie das bewerten oder wie ihr das bewerten würdet. Und dann jetzt natürlich die Frage, ich glaube, die ist sehr gut bei dir, Kalinde, warum hier so viele Menschen für die Ausweitung de facto des Wahlrechts sind und sich politisch nichts tut. Wer möchte beginnen? Du gleich oder? Also, das ist eine Frage, es fehlt der Politiker und die Politikerin. Ja? Also, das ist eine politische Entscheidung, die nicht getroffen wird. Ja? Wir sind seit 2013 massiv, also wir sind eine kleine Organisation, wir sind eine kleine NGO, ja, aber trotzdem haben wir 2013 begonnen mit dem Thema des Wahlausschlusses und das zu thematisieren, wie hoch der Prozentanteil einfach an Nichtbeteiligten ist. Und es war damals, war das noch sehr wenig Thema und inzwischen ist es völlig anders. Also es ist enorm, es wird gerade jetzt im nächsten Jahr wieder, also in diesem Jahr jetzt bei den Wahlen, also es wird von vielen Institutionen, sei das jetzt die Arbeiterkammer oder auch SPÖ, immer wieder erwähnt und immer wieder thematisiert. Also es tut sich schon was und es ist sozusagen, es braucht wirklich sozusagen den Städtetropfen, höhlt den Stein und es sind sozusagen einfach die Errungenschaften, man muss auch sagen, die Errungenschaften generell, sozusagen zum Beispiel das Wahlrecht für Frauen gibt es seit 1918 und das ist sozusagen, war auch ein langer Prozess. Aber sozusagen, warum das irgendwie nicht, warum hier so viele dafür sind, ist, also ich glaube nicht, dass das repräsentativ ist jetzt für Gesamtösterreich. Ja. Also das schaut, glaube ich, ein bisschen anders aus. Aber es ist offenkundig, finden die PolitikerInnen, also sozusagen, es bringt keine Wählerstimmen, sagen wir so. Ja. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch so, dass gerade heuer das Thema, wir sind sicher sehr stark dran, das Thema zu thematisieren und nicht wir alleine, sondern auch viele andere Institutionen und Kooperationspartnerinnen sind da ebenfalls intensiv dran, nur es wird gerade in einem Wahljahr wahrscheinlich, wird es keine großen Entscheidungen, keine großen Veränderungen geben. Also da bin ich Realistin. Ausreichend Realistin und dennoch finde ich es aber absolut wichtig, sozusagen es zu thematisieren, weil es einfach dann doch, es dringt irgendwo, es ist wichtig sozusagen, dass es einfach auch diese andere Öffentlichkeit gibt und es ist wichtig, dass das immer wieder irgendwie auch gehört wird und ich glaube einfach dran, dass Veränderung möglich ist. Ich würde gerne die BürgerrätInnen kurz ansprechen, da möchte ich mich bei dir anschließen. Das ist eine politische Entscheidung. Es gibt Empfehlungen der BürgerrätInnen, die gehen dann aber ins Parlament und dort entscheidet die Politik. Und wenn das nicht von der Politik angenommen wird, haben wir das Ergebnis, das wir haben. Es ist leider keine gute Nachricht, aber das ist die Tatsache. Mehr kann man dazu nicht sagen. Das ist politisch. Es gibt auch Volksbefragungen. Ich erinnere mich ganz stark an das Bildungsvolksbegehren, was jetzt schon länger in der Schublade liegt, da wirklich mit einer riesigen Beteiligung. Aber im Endeffekt, das gewünschte Ziel wurde trotz dieser massiven Beteiligung nicht erreicht. Es ist ein politisches Thema, das wir auch nicht knacken können. Das andere Thema mit der Vereinzelung ist natürlich ein großes. Es gibt jetzt auch eine Geschichte, die weltweit läuft, das ist das sogenannte Phänomen Einsamkeit. Ich weiß nicht, ob Sie von dem schon gehört haben. Ist ein Phänomen, was durch die Gesellschaft momentan massiv geht, nämlich, dass, wenn man drei Teile nimmt, wie Menschen, wie einsam die sind, das sind die Jungen, das ist ganz interessant,
genauso von der Prozentzahl so viele einsam wie die Alten. Und der Mittelteil ist um einen geringen Prozentanteil weniger einsam. Und diese Einsamkeit ist aber nicht, dass jemand zu Hause sitzt und sagt, jetzt weiß ich nicht, was ich tue, sondern die haben wirklich Erkrankungen. Und wenn man da Ursachenforschung betreibt, geht es natürlich in dieser High-Speed-Gesellschaft auch darum, dass Leute zurückgelassen werden, aus welchen Gründen auch immer. Und tragisch weiß man auch, dass die sozialen Medien auch dazu beitragen. In Japan gibt es, vielleicht haben Sie das gelesen, Kinder, Jugendliche, die sitzen jahrelang zu Hause auf 4 Quadratmeter und gehen nie wieder hinaus. Sprich, das ist ein soziales Phänomen, das man aus meiner Wahrnehmung auch nur durch Aufklärung, durch Bewusstseinsbildung ändern kann. Und die Medien, ja. Ich muss jetzt leider ganz kurz unterbrechen. Wäre es möglich, dass Sie die Frage noch einmal stellen, und zwar mit Mikrofon oder die Anmerkung? Ja. Also mein Argument ist jetzt auch, dass es schon politisch gemacht ist, die Vereinzelung durch die neoliberale Strömung seit den 1980ern, ausgehend aus Amerika und England. Und zwar in der konkreten Form der Zerstörung von Gemeinschaftswesen, die institutionell verankert waren, wie Freizeitvereine oder Gewerkschaften oder alles, was halt noch so dritte Räume neben dem privaten, dem politischen, dem wirtschaftlichen sind schon deutlich zurückgegangen. Und ja. Genau, vielleicht ganz kurz, ich finde den Input wirklich wichtig, weil wir haben noch nicht über die Verbindung von Arbeit und Demokratie gesprochen. Und gerade also das Phänomen Prekarisierung, Gig Economy etc., viele, viele ArbeitnehmerInnen ohne Sicherheit vereinzelt, also EinzelkämpferInnen sozusagen, die Mitsprache am Arbeitsplatz, die ein Kollektiv am Arbeitsplatz, also die das ja nicht einmal kennen, und dass einfach diese neue Arbeitswelt ja irgendwie doch auch im Widerspruch zu einem demokratischen Verständnis von Arbeit steht. Ich schließe da jetzt nicht unbedingt an, ich hoffe, das ist in Ordnung. Ist okay. Aber ich wollte trotzdem auch noch was zu diesen Themen sagen, die da gerade. Und möchte ganz gerne das Thema Gegenöffentlichkeiten erzeugen, aufgreifen, das du genannt hast, Gelinde. Und das tut sie unter anderem, wenn wir jetzt über Teilnahmemöglichkeiten im Hinblick auf demokratische Wahlen sprechen und darauf, also auf das blicken, dann erzeugt sie mit zum Beispiel der Pass-Egal-Wahl eine Gegenöffentlichkeit, eine ganz wichtige, an der hoffentlich mehr und mehr und mehr Menschen teilnehmen, weil je größer die sind und je vehementer diese Gegenöffentlichkeit ist, umso mehr politischen Druck erzeugt die auch. Und ja, natürlich hängen diese Dinge wie, warum, wie kann das sein, dass das noch nicht passiert ist, dass das Wahlrecht entkoppelt ist von der Staatsbürgerschaft, sondern wir zum Beispiel von etwas wie einer Wohnbürgerinnenschaft sprechen können, ja. Oder es gibt auch Ansätze einer globalen Citizenship, ja, einer globalen Bürgerinnenschaft, über die ich jetzt im Detail nicht sprechen möchte. Aber natürlich, das ist so die eine Sache, zu sagen, wie kann das sein, dass wir Bürgerinnenbeteiligungsprozesse haben und Bürgerinnenräte haben, deren Entscheidungen dann letztlich nicht Einzug nehmen in die politischen Entscheidungen. Dann kann man natürlich sagen, na gut, okay, das ist halt die Politik, ja, fair enough, und das ist es auch, das stimmt auch, aber das ist ja nur ein Teil dieses sehr komplexen Problems. Ein anderes hat viel mit Bewusstseinsschaffung zu tun, die du schon gesprochen hast. Da kommt dann die Bildung ins Spiel, und ich will jetzt hier nicht sagen, dass die Bildung der
das der Lösungsansatz für alle Probleme ist, wie schon er heute schon gesagt hat. Das ist es natürlich nicht. Wie soll denn Bildung allein auf so komplexe gesellschaftliche Phänomene reagieren können? Aber die Bildung hat die Kraft und die Möglichkeit, Räume für diese Sensibilisierung zu schaffen, indem eben zum Beispiel über solche Phänomene gesprochen wird, über die du jetzt Bescheid weißt, weil du dieses Buch gelesen hast, oder vielleicht ich Bescheid weiß, weil ich was darüber gelesen habe, aber vielleicht Menschen, die direkt davon betroffen sind, denen noch gar nicht bewusst ist, welche Formen von sozialer Ausschluss damit auch einhergehen. Und das ist wiederum Aufgabe, finde ich, der Bildung, die wiederum gekoppelt ist an ökonomische Ressourcen und Zeitressourcen und so weiter und so fort. Und auch dafür braucht es diese Formen von Gegenöffentlichkeiten, die wir in einem demokratisch verfassten Staat und in einer demokratisch verfassten Gesellschaft bilden können. Und ich glaube, da ist, wo wir hin sollten. Und zu diesem Hyperkapitalismus, zu diesem Hyperthema wollte ich noch was sagen. Hyperpolitik. Jetzt war vor kurzem eine sehr interessante Dokumentation in Arte. Da ist es darum gegangen, über dieses Big Tech, über die 5 Big Tech Companies, also Google, Amazon, Apple, wie sie alle heißen. Und da haben sie eine Studie gemacht, wo man festgestellt wurde, dass der Durchschnittsamerikaner in den letzten 30 Jahren um 20% wohlhabender geworden ist. Dann ist eine Frage dahin. Um 20% wohlhabender. Schätzen Sie, wie viel Prozent sind die Superreichen wohlhabender geworden durch diesen Hyperkapitalismus und durch diesen Neoliberalismus? 20% der Durchschnitt und wie viel Prozent diese Leute? Schätzen Sie richtig? Richtig. Naja, richtig. 600. 6 ist ja schon eine gute Zahl. Da kommen wir schon hin. Nein, aber ich meine Neoliberalismus, ich wollte sagen, 6.000%. 20% zu 6, das kommt auch zu dem Thema Arbeit. Also nur, um zu zeigen, das ist liberal, ein liberales Wirtschaftssystem, was so gesteuert ist. Wir haben jetzt mehrere Wortmeldungen. Ich glaube, ich habe keine Frage, nur zwei Anmerkungen. Ja. Und zwar zum Thema von der Frau Affenzeller. Erstens mal zur Frage, die vorhin gestellt wurde über Chat. Die Antwort ist meines Erachtens relativ simpel. Wenn man sich die Ergebnisse der Pass-Egal-Wahl anschaut, dann weiß man einfach, dass es nicht opportun wäre für die, die aktuell regieren, wenn man diese Leute auch wählen ließe. Ja, ganz. Also ich finde, der Zusammenhang ist relativ simpel. Und also meine zweite Anmerkung ist noch, ich als nicht österreichische Staatsbürgerin möchte zwei Punkte erwähnen, weil ich immer wieder darauf hingewiesen werde, so, warum bist du denn noch immer nicht österreichische Staatsbürgerin? Ich habe ein zweites Studium abgeschlossen. Während man studiert, verdient man nicht sonderlich viel. Ich habe mich vor ein paar Jahren informiert, da wäre die Grenze gewesen, dass ich für die letzten 3 Jahre durchgehend jeden Monat ein Einkommen von 1.100 € nachweisen muss. Kann ich nicht, während ich studiere. Danach habe ich mich selbstständig gemacht. Jeder, der selbstständig ist, weiß, dass man nicht jedes Monat ein geregeltes Einkommen hat, erstens, und zweitens, dass man es nicht sofort nachweisen kann, sondern dass es eine Zeit lang braucht, bis dass man seine Steuererklärung gemacht hat und bestätigt bekommt. Das heißt, das sind alles zum Beispiel auch Gründe, die reinfallen in die Gruppe derer, die Sie genannt haben, die ein zu geringes Einkommen haben. Also das heißt, das sind nicht nur, ich weiß nicht, Arbeitslose und Mindestpensionsempfänger, sondern auch andere Menschen. Danke. Dankeschön. Hinten gab es noch Wortmeldungen. Ja, mich würde die Frage interessieren. Sie haben alle erwähnt, dass man Räume schaffen muss für Diskussionen, für Bewusstseinsbildung zu Demokratie. Aber wie bringt man Menschen, die 3 Jobs haben und überhaupt nicht die zeitlichen Ressourcen und die ökonomischen Ressourcen haben, dazu, diese Räume zu finden und zu betreten und sich geschweige denn dafür überhaupt zu interessieren? Dankeschön. Ja, ich sammle jetzt ein paar Inputs. Ich habe nur einen kurzen Einwand. Wir sind nicht einmal innerhalb der österreichischen Staatsbürger einig bei den Wahlen. Ich darf als Besitzer eines Zweitwohnsitzes in Niederösterreich nicht wählen, im Burgenland schon. Also, ich weiß nicht, wie es in den anderen Bundesländern ist, aber das wollte ich. Dankeschön. Dann der Herr, bitte.
Ich hätte noch eine Frage an Herrn Renner, weil Sie ja über Social Media doch gesprochen haben und dass viele Probleme auch darin wurzeln, wie Social Media funktioniert. Ich glaube, gerade mit der Vereinzelung hat das sicher auch ganz viel zu tun, also dass mir auch nur angezeigt wird, was mich auch interessiert. Ne? Jetzt wollte ich Sie fragen, wären Sie für ein generelles Social-Media-Verbot, wären Sie für die Einführung einer staatlich gesteuerten Social-Media-Plattform in Österreich? Was wäre in Ihren Augen eine gute Lösung, um dieses Problem zu umschiffen? John hat sich noch gemeldet. Gut, vielleicht erstens konkret zu der Frage, die gekommen ist. Also wie bringt man Menschen mit hoher beruflicher Belastung dazu, dass sie sich mit Bildung, mit Demokratie auseinandersetzen, beispielsweise indem man die entsprechenden Angebote in die Betriebe hineinbringt. Das kann eine Aufgabe von Volkshochschulen sein, aber das kann natürlich auch eine Aufgabe von Gewerkschaften sein, die auch sowas wie eine Zelle von Demokratie in Betrieben sein soll. Zweitens zu der Frage, die im Chat gekommen ist, also diese Diskrepanz erlebe ich ja auch im Bildungsbereich bei jeder PISA-Diskussion, kommen wir darauf, dass beispielsweise das frühe Erstselektionsalter ein Problem ist und passiert dort genau nichts. Es gibt halt Kräfte der Beharrung und Kräfte des Fortschritts hier und es ist eine Auseinandersetzung um Interessen und Privilegien, um Status, die zu führen ist. Und vielleicht auch irgendwann einmal sind solche Diskussionen und Auseinandersetzungen zu gewinnen. Dritter Punkt, ganz kurz zum Thema Medienkonzentration und auch die Finanzierung von politischer Bildung ist angesprochen worden. Also ich glaube, dass diese ganze Frage der Finanzierung von Förderung auch ein wesentlicher Aspekt ist. Wir sollten diskutieren über die Verteilung von Medienförderung und wir sollten auch diskutieren, wie Förderung für politische Bildung läuft. Also ich bin auch Vorsitzender der Österreichischen Gesellschaft für politische Bildung, gemessen an dem, was Parteien bekommen, was ich jetzt an sich nicht schlecht finde, weil sonst würden sie das von irgendwelchen Großspendern dann lukrieren müssen. Ja, aber gemessen an dem ist natürlich das, was wir als Gesellschaft politische Bildung verteilen, fast lächerlich im Grunde genommen. Ja. Und ganz letzter Punkt, die Vereinzelung und auch Corona, weil ich glaube, diese Punkte hängen zusammen und die Frage der Aufarbeitung, der Diskussion. Also wir sollten tatsächlich über die Corona-Opfer sprechen, ja, weil Corona wirkte wie ein Brennglas und gerade im Bildungsbereich sind natürlich hier Opfer zu beklagen, ja, und Menschen, die dauerhaft, ja, also Benachteiligungen hier erfahren und da sollten wir uns drum kümmern. Und natürlich geht es darum, ja, Strukturen wie die Volkshochschulen zu unterstützen, auch die nachweislich, ja, wirken gegen die Vereinzelung und für den sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Ja, vielen Dank. Ganz kurz, ich möchte jetzt unseren Gästinnen noch die Gelegenheit geben, auf diese Inputs einzugehen. Es gab da doch sehr viele Überschneidungen. Nur ganz kurz, also seit Corona reden wir ja nicht nur von, dass wir in einer Zeit der Einsamkeit leben oder der Vereinsamung, sondern der Müdigkeit. Und ich glaube, dass diese Lethargie jetzt auch nicht gerade sehr förderlich ist, um Menschen dazu zu bewegen, sich in Debatten einzubringen. Und ja, aber jetzt übergebe ich Ihnen das Wort. Darf ich da gleich unmittelbar anschließen? Und zwar vielen Dank für deine Frage und deinen Hinweis auf den Faktor der sozialen Ungleichheit und sozialer Marginalisierung, die natürlich aufgrund prekärer Umstände dazu beiträgt, dass politisches Handeln und politisches Handeln für unterschiedliche Personen unterschiedliches bedeuten und auch unterschiedliche Konsequenzen haben. Ein konkretes Beispiel. Also ich bin im Bereich der Jugendbildung tätig. Das heißt, ich kann dazu antworten. Ich habe natürlich auch nicht auf alles eine Antwort, aber dazu habe ich ein konkretes Beispiel. Es gibt einen Verein, den ich jetzt nicht namentlich nennen möchte, aber es gibt eine Initiative, die ein psychosoziales Lernprojekt ist, die sich mit Schulen arbeitet und wo sozial benachteiligte Jugendliche und Kinder kommen können, eine Form von Nachmittagsbetreuung bekommen können und eine Lernhilfe bekommen können. Einerseits erfahren diese Kinder dadurch eine Form der Aufmerksamkeit und der Selbstwirksamkeit und kriegen diesen Raum, wenn wir über Räume schaffen, kriegen genau diesen Raum und die Aufmerksamkeit, die sie brauchen, weil sie allein sind mit der Person, die sie quasi betreut und begleitet.
Aber andererseits gibt es da auch wieder eine Rückwirkung natürlich auf die Familien, weil nämlich die Familien, in den meisten Fällen sind es die Mütter, dadurch auch eine gewisse Entlastung erfahren und auch eine gewisse zeitliche Entlastung erfahren und wohl auch eine gewisse finanzielle Entlastung erfahren, wenn diese Personen sich nicht um Kinderbetreuung dann noch kümmern müssen. Und das heißt, so wirkt es wiederum zurück. Und zugleich, Sie haben Familie als hauptsächlichen Ort, demokratischen Ort genannt, für Jugendliche und Kinder ist es der auch. Das heißt, wenn Jugendliche und Kinder, wo wir ein bisschen leichter diese Räume institutionell schaffen könnten, weil da eine stärkere institutionelle Schnittmenge ist aufgrund der Schulen oder auch der sonstigen außerschulischen Betreuung, als noch eher im Bereich der Erwachsenenbildung, da ist das doch wesentlich fragmentierter oder halt differenzierter. Dieses Bewusstsein bilden und dieses Lernen, miteinander in einen demokratischen Austausch zu treten, kann auch wiederum in die Familien zurückwirken. Und das, glaube ich, wäre so eine relativ konkrete Vorschlag, weil ich weiß, man bleibt immer ganz viel im Abstrakten. Wir müssen Bewusstsein schaffen, wir müssen Räume schaffen, wir müssen und müssen und müssen. Ja, okay, wie? Und das ist nur ein Beispiel, das ich Ihnen da mitgeben möchte. Das halte ich für ein sehr sinnvolles. Ja, danke schön. Wir haben noch gute 7 Minuten. Also darum nicht allzu lang antworten, aber ich würde gerne noch kurz auf Ihren Beitrag irgendwie antworten. Und zwar auf das, also weil Sie gesagt haben, das Ergebnis, also die Antwort liegt sozusagen im Ergebnis der Passegal-Wahl. Das ehrt mich, Ihre Antwort. Aber es ist sozusagen, ich möchte das irgendwie auch korrigieren, also das Ergebnis ist in keinster Weise repräsentativ. Und insofern kann das gar nicht die Antwort sein. Es ist auch so, dass es gibt, man weiß in Wahrheit, ist es so, wie, also die Frage stellt sich immer, okay, wie würden denn diese Leute, die 30% jetzt in Wien wählen? Ja? Man weiß es nicht. Es gibt keine Studien dazu. Es gibt eine ältere deutsche Studie und da ist irgendwie, hat sich herausgestellt, nicht viel anders als der Rest der Bevölkerung. Und davon würde ich jetzt auch einmal ausgehen, dass das in Österreich so ist. Ja. Also das wollte ich jetzt irgendwie nur noch anmerken. Dankeschön. Wolfgang? Mikro? Ich würde gerne auf diese Frage des Verbietens von Medien sofort antworten. Verbieten von Medien würde ich keinesfalls wollen, allerdings mit 2 Einschränkungen. Wenn Sie die Verfassung, in der wir hier, die uns alle schützt, die unsere Leitplanken sind, nicht verletzen und zweitens die Menschenrechte. Das ist das Um und Auf. Es gibt einen dritten Bogen dazu. Wenn ich mir heute als Beispiel TikTok anschaue, ist es in Amerika in verschiedenen Bundesstaaten verboten. Die Stadt Wien, Rathaus, verbietet, dass die Mitarbeiterinnen TikTok am Smartphone haben. Da gibt es Studien, der Herr Starkmann wird es vielleicht wissen, wie schädlich die Auswirkungen von TikTok auf junge Menschen sind. Da würde ich eingreifen. Aber Medien zu verbieten, würde ich generell nicht wollen. Nämlich ganz sicher nicht. Außer diese beiden Themen, Verfassung und unbedingt Menschenrechte. Eines gehört dazu, was ganz Neues, Sie haben davon gehört, das ist der AI Act, der gerade in Verabschiedung ist, in Europa bei der EU, das ist wieder ein Prozess, der noch läuft, der nützt aber auch nichts, wenn man sagt, man kontrolliert die Initiativen der Big Tech Companies zum Thema AI, wenn der Rest der Welt nicht mitspielt. Das ist, aber staatlich würde ich Medien niemals verbieten. Und eins noch zu, würde ich sagen, zu den 3 Jobs, die man da, Working Poor hat man da früher dazu gesagt, das ist eine fatale Situation. Aber wenn man spürt, selbst mit 3 Jobs, es läuft was unrund, kann ich nur sagen, herausgehen und sagen, wo kann für mich eine Lösung sein? So, wir sind leider schon am Ende dieser Veranstaltung. Ich weiß, ich fühle mich jetzt gerade ein bisschen schlecht, weil ich habe Sie alle mehrmals aufgerufen und aufgefordert, dass Sie sich beteiligen und jetzt ist uns die Zeit davon geronnen. Aber unsere Gästinnen werden, ich glaube, sicher noch ein bisschen da sein für einen informellen Austausch. Ja, also ich möchte mich sehr herzlich bei Ihnen, bei unseren Keynote-Speaker und bei den PodiumsgästInnen hier bedanken. Ich möchte mich auch bei dem Team der Wiener Volkshochschulen für die tolle Organisation bedanken. Und
Sie alle darauf hinweisen, es handelt sich um eine Veranstaltungsreihe. Und wenn Sie weiterhin wissen wollen, was so geplant ist in diesem Jahr, dann bitte ich Sie, auf die Homepage der Wiener Volkshochschulen zu schauen, www.vhs.at/demokratie. Und jetzt bitte ich euch drei um ein Schlusswort, und zwar, welche Kenntnisse oder was zieht ihr für euch heraus aus diesem Austausch, aus den Auswertungen, die wir heute gesehen haben? Wolfgang? Oder? Ich würde eine Erkenntnis aus den Fragen, die wir bekommen haben, ziehen, dass die Welt noch nicht verloren ist. Das heißt, ihr habt kritische Fragen gestellt, reflektierte Fragen, und das ist der Motor der Demokratie. Fragen stellen, Fragen stellen und Fragen stellen. Und dafür muss ich sagen, danke, dass das so funktioniert hat. Dankeschön. Gerlinde? Ja, ich wollte ehrlich gesagt nicht viel anderes sagen. Also mir ist jetzt genauso gegangen, dass ich gemerkt habe, dass ich das einfach irrsinnig schön gefunden habe, wie sozusagen das Ganze jetzt in Schwung gekommen ist. Ich finde, das hat wunderbar funktioniert, und ich nehme mit, dass sich das einfach lohnt. Es lohnt sich, es war jetzt nicht so kontroversiell, ja, aber ich glaube sozusagen, es wird sich auch lohnen, wenn es ein bisschen kontroversieller auch ist. Das Miteinander reden, es bringt uns einfach weiter. Und ja, also ich bin auch sehr positiv überrascht, dass der Prozentsatz bei meiner Frage so hoch war. Ja, ich möchte mich auch bedanken, das zurückgeben für die Diskussion, und ich hoffe, dass sie noch weitergeht. Danke auch für die Offenheit der Fragen. Danke auch, dass da so viel Offenheit dabei war, dass da auch ein bisschen Frust mitgekommen ist. Ist auch verständlich und auch gut so. Und was ich mir mitnehme, ist, ich bin ja auch wissenschaftlich tätig, also ich mache auch einen PhD und forsche eben auch zu diesen Dingen, die ich da irgendwie versucht habe, rüberzubringen. Für mich ist, ich nehme mit, wir müssen aus der Praxis lernen und in die Praxis zurückgeben. Wir dürfen nicht auf diesen leeren, am Ende des Tages theoretisch abstrakten Floskeln sitzen bleiben, sondern müssen uns konkret die Praxis dazu, also aus der Praxis informiert sein und in die Praxis zurückgeben. Und das noch habe ich persönlich noch nicht so viele Antworten, aber ich bin auf jeden Fall auf der Suche, und es hat mich nochmal angespornt, weiterhin auf der zu bleiben und die zu betreiben. Danke. Ja, danke schön Ihnen allen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.